Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. So, herzlich willkommen zur fünften Untersuchung der Sophienheilstätte von den 6 Tagen. Insgesamt hatten wir sogar im letzten Jahr schon zwei, was theoretisch dann die siebte wäre, aber jetzt von den 6 Tagen sind wir hier in der fünften. Wir haben es entschieden, an Tag herzukommen. Es ist 12 Uhr. Das heißt, die Leute werden hier wahrscheinlich in der Zeit Mittag zu sich genommen haben, jetzt in der nächsten Stunde. Mal sehen, ob wir also einiges an Aktivität haben. Wir sind heute im zweiten OG und im Dachgeschoss. Ja, des dritten Bereiches, man kann das schwer benennen, aber unter uns ist sozusagen 2 Etagen tiefer die Gastro gewesen. Und mal schauen, ob wir jetzt am Tag mehr erleben, war ja bisher meist so gewesen. Auch wenn der Hotspot anscheinend EEG ist, aber heute haben wir dann alle Bereiche durch, sodass wir im nächsten und letzten Teil dann wirklich uns fokussieren können. Hauptsächlich auf Monitoring, brauchen wir da nicht nochmal herumgehen, aber hauptsächlich auf Monitoring von den Bereichen, wo wir denken, dass die höchste Aktivität ist. Ja, das wird wahrscheinlich unten im Erdgeschoss sein, ne? Genau. Wahrscheinlich dann in Cafeteria und vielleicht beim Pentagramm so ein bisschen noch, je nachdem, Denke ich auch. wie wir das dann aufteilen. Aber das sehen wir. Vielleicht passiert ja heute auf den Genau, Etagen viel. Wir das wissen ist es ja nämlich nicht. der Das ist Fall. das Spannende. Ja, dann Okay. viel Spaß dabei, ne? Genau. Also, wir beginnen in unserem kleinen Untersuchungsraum, den wir hier uns eingerichtet haben. Ist einfach ein ganz normaler, offener Raum. Wir gehen erstmal ein Stückchen zum Treppenhaus wieder, würde ich sagen. Damit wir nicht hin und her, das ist zu viel zumindest hinterherlaufen. Tun wir schön die Todesrutsche wieder runter. Genau. In den Raum hier kommen wir zum Beispiel nicht rein. Genau, da bin ich durchgelaufen bis jetzt, genau. Allerdings seht ihr, der ist baugleich wie die meisten, also wir müssen auch nicht zwingend rein. So. Und hier können wir zum Beispiel rein. Genau, da können wir rein. Und das ist die Todesrutsche, wie Jan sie nennt. Aber ich laufe immer die Treppe daneben lieber. Die ist eigentlich schon rausgefallen. Ja. Jetzt ist es offen. Und guck mal, da waren auch irgendwelche Stützen am Boden. Und eine schöne Wurst. Die Stützen am Boden, wofür die waren, kann ich jetzt tatsächlich auch nicht sagen. Sieht aber nicht aus wie eigentlich so die Waschbecken. Vielleicht für eine Heizung, weil da gehen ja die Heizungsrohre lang, dass die einfach stabilisiert wurde von unten. Das wird wahrscheinlich so eine, ja, das war nicht, so eine größere Heizung gewesen Okay, sein, also die direkt hinter den Betten stand. so eine Röhrenheizung. Ja. Wahrscheinlich. Da standen hier dann zwei Betten, schätze ich mal. Hier dann vielleicht nochmal auch eins, zwei, je nachdem. Sag ich mal, der Waschbereich. Müssen wir mal gucken. Wenn man sich hier so hinlegt, hat man in der Mitte dann so nur so einen kleinen Gang. Ja, könnte sein. Besonders wenn halt hier insgesamt 1200 Leute rein sollten. Ich meine, ne, wenn du die nicht doppelt, dreifach, vierfach belegst, die Zimmer passen natürlich auch nicht. Ja, klar. Und selbst dann ist es quasi schwer, 1200 Leute hier reinzukriegen. Also ich glaube nicht, dass die allein die Anzahl der Zimmer mal 4 1200 ergibt. Glaube ich auch nicht so, wenn jetzt nur diese Gänge abgehen. Aber guck mal, du hast hier 6er und 4er, vielleicht 10, pro Etage so vielleicht 100, das mal 8, ja, 800 würde es ungefähr kommen. Naja. Wer weiß, wie das gezählt wurde. Keine Ahnung, vielleicht wie gesagt. Es gab ja auch viele von diesen kleinen Pavillons, die draußen waren. Vielleicht haben die da auch noch ein paar Zimmer reingemacht. Ja, vielleicht wurde das auch gezählt. Vielleicht einfach nur Plätze Oder zum Tausendfach. 1200 Behandelnde. Ja, Also das genau. heißt nicht, dass sie stationär waren immer. Kann ja sein, dass sie immer hingekommen sind, dass sie quasi schön den Berg hochgelaufen sind, schön Frischluft und dann, wie gesagt, sich behandeln ließen. Jo, ich Und finde von immer die seinem Rechtschreibung Obolus schrecklich. dann halt in die schöne Therme gehüpft sind. Sich dann da schön gespaßt haben lassen. Naja, gespaßt würde ich ja nicht sagen. Das war schon Guckt mal da, die Tür ist auf. Was ist denn? Das fällt mir nämlich auch gerade auf, deswegen stehe ich halt. Die war gestern nicht offen. Warum ist die Tür da auf? Die war gestern nicht offen. Kann sein, weil die eh so zugemüllt war, dass die nicht richtig abgeschlossen ist. Weil da Nee, kommst du. ich bin überall lang Ich bin gelaufen. ja gestern hergegangen und hab ja Aufgaben gemacht. War die abgeschlossen, weil dann Da war diese Tür Das, zu, da war ob sie ein Schloss war, weiß ich nicht, aber sie war zu. Du konntest nicht reingucken wie jetzt. Richtig, das finde ich Ja, jetzt auch. ich weiß, aber vielleicht ist sie nicht so zu, dass du sie nicht aufstemmen kannst. Weißt du, was ich meine? Dass sie nicht extra nochmal verzahnt oder was Ja, ich wurde. bestimmt. Nee, aber von gestern zu heute muss jemand die Tür ja geöffnet haben. Darum geht's Ja, mir. geöffnet, klar, aber ich meine, vielleicht war sie ja nicht abgeschlossen in dem Sinne.
Ja, weil ich gerade einmal schon durch. Ja, der ist im Prinzip baugleich. Baugleich, ja. Die sind aber kleiner, die Räume, meine ich das nicht? Ja, es gibt kleinere und größere. Der, wo wir sind, ist größer zum Beispiel. Wahrscheinlich waren in den größeren mehr als nur 4 Betten. Könnt ihr in den ersten Betten, ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Guck mal, hier, aber hier erkennt man sogar, dass die Heizung mal an der Tapete super noch. Ja, ja. Siehst du noch die Rillen? Ja, natürlich. Oder die werden sie verkloppt haben. Hat die als Sprung verkloppt? Ja, ich geh mal rein jetzt hier. Wie ihr nebenher seht, Jan hat den Remmaster und ich habe wie immer die Thermalkamera. Andersrum lohnt sich das nicht so sehr. Weil sonst würdet ihr auf der Thermal, wenn ich euch da so ein Bild mache wie jetzt, meistens nicht sehen können. Weil man halt direkt davor stehen muss. Aber ganz ruhig momentan. So, da sind wir wieder bei unserem großen Treppenhaus. Da oben ist das Dach, zumindest den Teil, den man sieht. Da müssen wir auch aufpassen. Wie ihr seht, da ist es zusammengebrochen. Deswegen werden wir uns beim Dach hauptsächlich im Mittelgang bewegen. Wir haben auch Airsoft hier drin gespielt, das sind keine Airsoft-Kugeln. Okay. Jetzt überlege ich, den Bereich hatten wir ja letztens schon gehabt, wenn ich mich täusche. Wir sind bis hier hingegangen und dann in den Seitenflügel waren wir schon drin, ne Jan? Ja, hier waren wir schon. Genau. Da links waren wir schon drin. Ja, okay. Wir haben ja alle schon durchgegangen. Ja. Nee, ich meine auch hier, wo du. Ja. Da müsstest du auch gewesen sein, genau. Noch. Okay, dann drehen wir wieder um. Genau. Nur, dass wir halt auch das kleine Stück hier haben. Ja, ja, klar. Hier gehen wir halt nicht rein. Aber hier war auch mal ein Wartebereich, aber die Decke geht hier schon ab. Das ist der Teil über der Gastro ungefähr, der eingestürzt ist. Und wenn man nach oben schaut, das Dach sieht auch nicht so gut aus. Kann man natürlich jetzt nicht ganz sagen, was das ist für Räume. Aber das belassen wir dabei. Und dafür einmal hier die Runde. Gut, der sieht ja sogar noch besser aus, als der, wo wir drin sind. Na ja, nee. Da hinten rechts ist alles super. Ist egal. Hier sind mal die Airsoft-Kugeln, die kleinen orangenen. Ja. Wenn er mit Luftdruck verballert. Wenn er mit Luftdruck verballert, so. Ja, wie gesagt, die sind baugleich, aber es ist klar, dass man das gemacht hat, um genug Patienten unterzukriegen. Man sieht natürlich auch hier auf dem Wärmebild gut, dass das schwarze Kaffee die Wärme ist, weil schwarz die Wärme anzieht. So, hier vorne warst du einmal schon, also drin nicht, aber einmal hier. Ja, 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 mit dem Airbnb. Vielleicht kannst du sogar links rein. Nee, ich traue mich erst das tatsächlich nicht auf dem Boden. Ich weiß nicht, wie das drunter aussieht. Beziehungsweise ich weiß es, aber nicht genau wo. Ja, hier ist die Wand auch schon abgebröckelt. Genau beim Eingang. Ja, es müsste der Weg zwischen Speisesaal und. Da, wo der Boden ordentlich durchgekracht ist. Genau, deswegen, da will ich lieber nicht riskieren. Hier sieht man einen schönen Fachwerk außen, also quasi wie es aufgebaut ist. Genau. Einziger Vorteil, wenn die Wand abbröckelt, ne? Holz mit Stein, Lehm und dann ein bisschen Stroh. Das Ding ist aufgebaut. Das ist das kleine Gebäude, wo wir letztes Mal drin waren. Da hinten ist es warm, weil das die Tür so die Wärme von draußen reindringt. Hier riechst du noch die Farbe, Kiva. Ja, man sieht sogar die Spraydosen. Ja, ja. Da stelle ich jetzt so, wie bei den Pullen. Der wird sich die Graffitis gar nicht machen. Könnte wirklich sein, dass es nur im Erdgeschoss läuft. Ist, aber das ist komisch, dann müssen wir uns fragen, warum. Ja. Hier würde ich schon mal nicht mehr gehen, rein. Ist ja nicht alles darunter. Hier würde ich jetzt nicht reingehen, ich traue dir nicht. Nee, das ist nicht gut. Also. Ja, wir waren gerade zu nah dran für die Aufnahme. Ja, Jan leuchtet aber zumindest mal rein, oder was heißt leuchtet rein? Misst mal rein? Nee. An sich verpasst mich aber auch nichts Spannendes, das ist wieder so ein baugleicher Raum. Aufenthaltszimmer, ein Bettraum. Ja, das ist ja der Klassenaufzug wieder. Genau. Du hast sogar noch eine Zwischenetage drin, ne? Auf die Zwischenetage komme ich aber nicht mehr, weil da haben diese Holztreppen hingeführt. Ja, ist klar.
Also wie gesagt, ich habe mir nur gehört... Da kommen wir theoretisch, wenn das echt die Zwischenetagen mit das Dach ist, kommen wir nicht hin. Müssen wir gleich mal gucken. Es gab wirklich Zwischenetagen zwischen Dach und Obers, und zweiten UG. Da kannst du rein, da habe ich gerade schon getestet, das alles. Ja, ja, aber der Jan muss hauptsächlich rein zum Essen, nur. Also das ist alles schön, wie soll man sagen, stabil. Noch. Ey, das Graffiti ist natürlich auch gemein, da das Menschenform hat und schwarz ist, sieht das auf der Thermal natürlich aus wie eine Gestalt. Ne? Ja, ich zeige euch das mal. Vielleicht hat sich das her. Wir haben uns jetzt mit Lampen bewaffnet, weil die Bereiche jetzt hier ein bisschen dunkler sind. Obwohl es Tag ist, aber das liegt daran, hier kommt halt nicht viel Licht unbedingt rein immer. So fangen wir jetzt an. Dann rechts rum, dann einmal dann links rum. So. Ja, auch noch so ein großer luftiger Bereich. Sieht auch noch relativ gut aus, nur vorsichtig an meinem Fenster, da sind große Risse. Ja, ja. Das ist wieder, das ist wie gesagt alles baugleich hier. Wahrscheinlich diejenigen, die nicht genug Krankheiten haben. Ne, hier sieht nicht draußen. Bei dem anderen war nämlich immer davor so ein Schrank in dem Sinne davor, aber das hier nicht. Oder machen wir erst so und dann hier. Genau, wir gehen erstmal rechts rum alles. So, hier müssen wir übrigens noch gucken. Gleich nochmal. Die ist nicht fest. Da müssen wir gleich da vorne nochmal gucken. Ja, ja. Damit nichts zuknallt durch Wind. Genau. So, hier sieht es mir relativ sicher aus. Das ist auch wieder so ein kleiner Raum. 1, 2 Anschlüsse. Ja, wir haben 2 Bettzimmer. Gehen wir auch nur 2. Keine Ahnung. Richtig, das würde dann nebenbei sogar passen. Auf. Leute, wenn wir zurückgehen, Vorsicht, hier ist ein vorstehender Nagel. Okay. Der ist eine echt scheiß Position. Ja. Nicht alle drei drauf. Nee, stell mich sowieso immer nur Tür ran. Der Boden ist ein bisschen weich. Ja, und drunter ist nichts. Ne? Ja, doch, darunter ist genau das gleiche Baugleich. Ja, ja, aber ich meine, das ist so ein Hoch, also ja. Gefährlich. Das ist richtig. Also aber nichts. Hier ist der vorstehende Nagel, aufpassen. Ja. Hier rein. Der Raum ist gut. Geht mal rein, jetzt knackt dann. Nee, der ist gut. Du willst knacken, allein wegen dem Glas. Also 2 Bettzimmer. Aber hier, ja, muss man sagen, die Fenster sind alle intakt. Also natürlich da ein kleiner Riss, aber. Vielleicht kommt man an den Teil auch schlechter ran, um Scheiben einzuschmeißen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht. Also da kannst du, da gibst du dich dumm und dämlich, allein durch die ganzen Räume. Naja. So, 2 Bettzimmer, 2 hier wohl die Corona-Klasse. Da ist die Füße von Radbauern, könnte aber auch ein Auto. Ich glaube, das war eher ein Auto. Für die Tür war es ein bisschen leise. Hier habe ich so das Gefühl, dass der Boden wieder richtig weich ist. Komm da raus. Naja, guck mal, hier ist wieder so künstlich Laminat. Ja, es ist aber eher Holz. Ich weiß nicht, ob das echt ist. Ich glaube, das ist eher Laminat im Holzstil. Ja, das sieht für mich, guck mal, wenn du hier guckst, wo kommen jetzt nicht rüberlaufen. Ja, guck mal, wo die Tür hier anfängt, das sieht aus, als wenn das nur so eine Art Folie ist, weißt du? Ja, nee, hier ist wieder besser der Boden. Jedenfalls fühlt er sich besser an. Ja, das sind die ganzen kleinen Zweibettzimmer. Wahrscheinlich die besser betuchten haben halt weniger Leute im Zimmer gehabt. Ne? Ja, ist ja meist so. Macht natürlich schon Sinn. Ist ja heute auch so. So. Haben wir die geguckt, die ganzen Türen, dass sie alle haben? Ja, ja. Also, können wir hier ins Zweite machen. So, hier könnte man eventuell gucken, ob hier die Tür noch aufgeht. Sieht aber fest aus dem Blick. Ist fest. Ja, die Glocke ist ja hinten in der Ecke vielleicht nicht gerade, aber sonst. Ja, ja. Hier war wieder so Baderäume für alle wahrscheinlich. Mit den großen Schränken. Mhm.
Da ist die Baumleiter. Die hat nochmal zwei gerade Wannen, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich Copy-Paste von dem anderen Trakt. Ja, ist klar. Ja, muss ja. Ja, klar. Modulbau halt. Ja. Ist halt effizient und kostengünstig. Du planst dann einmal eine Etage, die halt gut funktioniert, und setzt dann ein paar Mal übereinander. Richtig, würde ich auch so machen. Ja, würde glaube ich jeder so machen. Der Plan. Da können wir mal rein. Ja, und die ist auch ziemlich. Die könnte auch auf und zuschlagen. Ja, die sollten wir noch blockieren. Ich mache die erstmal ganz auf. Ja, Graffiti-Luft, oder? Mhm. Weil die Fenster noch komplett kalt sind. Ja, und die Tür halt oft zu ist anscheinend. Kommt sie nicht gut raus. Ja, Volker, hättest du Lust, die Tür zu verbarrikadieren? Macht Jan anscheinend schon. Mach's. Nee, geht nicht. Wir brauchen irgendwas Sicheres. Also die muss irgendwie... Ob das hier vorne vom Auftritt? Ja, die ist schon. Ja, das ist auch unser... Vom letzten Mal, hier war auch vom letzten Mal. Ja. Warte, ich suche mir was, die macht das dann plötzlich. Alles klar. Keine Heile. So. Ja. Ja, hier war ich auch als unten. Ja. Unten haben wir die leichte Aktivität. Hier ist Zug. Ja, weißt du, was hier noch ist? Mmh. Ja, sehr wie immer, oder? Braune Kost. Boah, das ist eklig. Ist auch drin, braune Kost? Ja, überall, wo halt eine Toilette ist, hat irgendeiner reingeäumelt. Na, hier kann ich es halt nicht sehen, hier sehe ich nur so Tapete. Boah, solange es ein bisschen braun ist, ist es eigentlich cool. Die Geräusche, die ihr nebenbei im Hintergrund hört, das ist Volkers Stock bloß, den er zum Gehen benutzt. Nicht, dass ihr euch wundert. Hier klopft es nicht die ganze Zeit. Oh, waren wir schon drin? Kommen wir die kommen nicht, du hast recht. Aber die ist wieder der Boden. Ah, nee, hier ist besser. Aber guck mal, es ist wieder dieselbe Boden, wo es letztes auch komisch war. Nee, nee. So, jetzt eine höher, ne? Genau, jetzt gehen wir ins Dachgeschoss. Wir sind jetzt auf dem Dachboden, da waren wir noch nicht hier. Also mit der Kamera. Da ein alter Boiler noch mit Dämmung. Volker, überleg dir, ob du das machst. Da würde ich nicht lang gehen. Oh, die mal wie Betten entführen. So, hier. Also wie gesagt, das ist sicher hier der Weg, obwohl hier würde ich auch nicht lang gehen, aber... Der Dachstuhl ist halt riesig von der Höhe. Natürlich haben wir total viel Thermik, überall von draußen die Wärme rein. Übrigens. Das wird die Tür sein für den Fahrstuhlschacht. Das würde passen ungefähr. Da kommst du ja nicht. Warte mal, stopp, aber wo ist der? Du meintest, Volker, wir kämen in den Raum, den wir gesehen haben zum Fahrstuhl. Das ist aber nicht die Ebene, das müsste dazwischen jetzt sein irgendwie, ne? Ja, ja, der ist für ein Dach, glaube ich. Okay, ja, nee, aber auf die Ebene kommen wir nämlich nicht, die wir gesehen haben. Ja. So, hier könnte, wie gesagt, der Marder sein, irgendwo. Ja, der hat sich in so einem Gebäude bewegt, wer weiß, ob der noch drin ist und wo. Dass du wiederkommst, das ist das aber voll nicht. Ja, wie Schuhe ist höher als die andere. Wenn ihr seht, die Wände waren damals nicht viel. Das ist Stroh mit Gips davor. Ja, wenn du gut drauf bist, kannst du auch durchdrehen. Das schaffst du, glaube ich, auch, wenn du schlecht drauf bist, das hält nichts. Ja,
ich auch einige zu machen. Ich davor würde, die Hand kaputt. Ja, deswegen. Da bin ich mir auch sicher, das geht nicht. Das ist nicht schwer. Ja, aber ich habe noch nicht alles aufgenommen. Nein. Wir haben nur davor verloren. Doch. Wir haben, glaube ich, hier sind wir schon durchgegangen bis hier. Nein. Ich glaube nicht, ich glaube es nicht. Das ist hier vorne. Also hier haben wir noch nicht reingeleuchtet, ich glaube hier nicht. Wir sind da vorne bis hier durchgegangen, ich glaube hier. Aber den Monitoring machen wir immer nicht allein. Sieht halt alles immer sehr ähnlich aus. Wie gesagt, weil das alles ähnlich gebaut ist. Das weiß ich, dass du hier war, du da nicht benutzt. Ja, das weiß ich ja, das ist richtig. Da ist noch eine Tür. Das hier habe ich den halt vor. Huch. Ob das mich hält? Was? Hier sind noch Geruch, hier sind noch Räume. Wenn man die Frage stellt, ist meistens die Antwort besser nicht. Holz. Schnauze. So. Ja, doch, dürfte halten. Jetzt. Das ist aber echt eklig, diese. Ich weiß nicht, Jan. Nee. Ich vertraue das auch nicht, das gibt ganz schön nach. Ja. Ich lasse das lieber. Ich wollte leben nach Hause. Ich höre gleich mal die Eigentümer rüberfliegen. Da vorne ist was. Wir haben da was gehört. Das ist auf jeden Fall unter einer Tür. Ja, das brauchen wir. Ja, das eben, da wollte ich ja hin. Die habe ich ja gesehen. Das war mein Ziel. Ja. Ja, hier sind so kleine Abstellbereiche gewesen mit Sicherheit. So. Hier war das Monitoring aus von Tag 1. Oder 2? Das ist Tag 1. Ja, lass mich kurz nachdenken. Tag 1 müsste, ja. Tag 1. Also den Bereich hier nicht. Das könnte eine Tür gewesen sein. Das war eine Tür sogar. Da muss irgendeiner hat die Tür wieder aufgemacht, die wir zugemacht haben. Hier geht bitte keiner lang. Nee, nee, ist klar. Ja, aber weißt du was? Der Raum da hinten, insgesamt, ich gehe nicht rein, keine Angst. Sieht trotzdem anders aus. Schau mal, der ist total anders. Der ist mit Holz gemastert, die anderen Räume nicht. Du könntest theoretisch. Ist das das, das ist der Fahrstuhl, oder? Nee, auch nicht. Nein. Aber das ist der Fahrstuhl. Das ist der Fahrstuhl. Der steht hier. Der steht hier. Ist der bündig? Der muss hier sein. Ist der bündig zum Boden? Ja, fast. Das ist der. Der steht hier sogar. Mhm. Wundert mich, dass der oben steht. Mal sollte der unten stehen. Der geht absaugen. Der steht ganz oben. Der hat wahrscheinlich einmal hochgezogen. Hä, aber wir haben doch. Es gibt doch nur zwei Fahrstühle. Der eine war doch unten, der andere. Dann steht er sogar nicht im zweiten OG, sondern wirklich Dachgeschossen. Ja, von unten sieht es noch nicht so weit aus. Ja, genau. Okay. Wir haben drei Stück. Zwei im Gebäude und einer, der da ist. Das ist der Fahrstuhl. Hundertprozentig, weil das ist nämlich der. Für die Gastronomie, wenn die Sachen da oben. Ja, ja, klar. Also da werden wahrscheinlich jetzt die Betten und sowas mit getragen. Also ja, das wird für Personal und Patienten gewesen sein. So, da ist das Haupttreppenhaus. Ja. Eckbert macht einen Test. Hier müsste die Wand ungefähr lang laufen. Jetzt nennen wir Schleichbert. Ja, du kannst das Gewicht perfekt verlagern im Schritt. Ich sag's nur. Ne, bis zu weit links, glaube ich. Ja, zur Verteilung des Gewichtes, smart. Aber pass auf, Nägel. Nicht so smart. Was heißt? Ich werde da merken. Nee, die beiden Stahlsohle. Problem ist, du merkst nicht, ob der Boden nachgegriffen wird. Das ist Akrobatiki. Oder Akrobaust, besser gesagt. Das ist die Ninja-Technik. Naja. Sieht doch aus wie ein bisschen wie ein Walzer. Ja, ist scheißegal. Und Ausfallschritt. Und was sieht man da? Ganze Mühe für umsonst. Wir machen Scheiß aus drin. Entschuldigung, hier war ein Defekationsort. Dort hat man also defekiert. Ja.
Ist da, hat da einer reinge... Da ist gar nichts mehr drin, also du siehst schon die Rohre. Na dann. Auf. Theoretisch, wenn du jetzt dich beeilst, müsstest du nicht schleichen. Ja, du weißt auch nicht, wenn du dich recht schnell bewegst, ob du dann das Gewicht falsch verlagerst. Gerettet. Eine metallische Tür. Da war schon was Hartes, so als ob irgendwie Holz auf Holz knatscht. Ja, also wir haben es jetzt 13.55 Uhr ungefähr. Mhm. Aus der Richtung, zusammen zum Bereich, wenn man tiefer gehen würde, wo die Gastro ist, hören wir schlurfen. Der Jan hat schon die ganze Zeit gehört, als er eine Etage tiefer den Aufbau gemacht hat. Wir sind hier zu zweit aktuell definitiv drin, das ist ganz sicher. Und ich hatte es jetzt auch gerade gehört, dachte aber, es wäre Jan, der den Aufbau macht und es nur seltsam hochhält. Das sieht man auf der Thermalkamera, ich bin kurz davor gegangen, mal zu gucken, ob da jemand ist nämlich. Also anscheinend hat sich, oder irgendwas bewegt sich da offenbar. Hier hörst du es aber jetzt nicht mehr, weil aktuell hörst du auch nicht. Also wie gesagt, das ist komisch gewesen. Da war ich die ganze Zeit, deswegen dachte ich mir so, gut, geh nochmal zum Eckbert, da gehst du jetzt noch nicht alleine hin. Soll ich mal mitkommen also? Können wir theoretisch machen. Wir können theoretisch jetzt hier lang und dann direkt runtergehen. Ne? Ja, warte, dann starte ich mal die Aufnahme neu, weil die ist gleich fertig hier. Okay. So, wir gehen mal gucken, wo das Sturm eventuell herkam. Ich mache meine Lampe auch mal ein bisschen fester. Okay. Wenn es nur normale Schlurfgeräusche waren, ich habe gerade einmal kurz, vielleicht so 3 Sekunden oder so, habe ich die Tripwire ein bisschen gezogen auf dem Boden. Aber ich weiß nicht, ob du das als Schlurfen, als Schlurfgeräusche genommen hast. Kann ich nicht einschätzen von hier. Wie gesagt, das muss ja von hier hochgeheizt sein. Mhm, aber wie gesagt, ich habe das... Aber es muss ja eigentlich schon ein bisschen lauter gewesen sein. Also deine Stimme war leiser als das Schlurfen. Okay, ja, nee, so laut war es nicht. Vielleicht irgendein Polizeiband oder so ist, das schleift. Weiß ich nicht. Gut, mal überlegen. Hier schleift es wieder. Aber ich glaube, das kommt von tiefer. Das ist nicht auf der Ebene hier. Ja, ich weiß, deswegen. Ich habe nur gehört, dass es unten irgendwo kam. Was ist denn das? Wir gehen bis runter hier und warten. Was wir hier irgendwo hören. Hier stehen wir schön im Zug. Die Tür ist auch zu, ne? Die Tür ist zu hier, ja. Sein, dass das vielleicht ist, dass die Kleine zuschlägt. Wassertropfen. Das ist verrückt. Ja. Könnte sein, dass die Tür, das hier war, die zugeschlagen hat. Ja, der tropft noch gerade aber nicht. Ja, also das ist, also die Geräuschkulisse ist seltsam. Wie gesagt, hier, pass auf, das hier ist das Rohr.
das komplett gewackelt hat. Und ich kann das nicht bewegen. Ich krieg das nicht hin. Das ist fest. Naja, ich meine, sag mal, wackeln hatten wir öfter, ne? Von den Geschichten, also von der einen Geschichte auch. Auto. Auto. Ganz in der Nähe. Hier tropft irgendwas. Hier, es hat nicht geregnet. Es kann eigentlich nichts tropfen. Schleifen aus Peller. Okay, wir gehen den Schleifen nach. Scheiße, dass der Schuh so quietscht. Hier kannst du wieder stehen. Erstmal. Ich habe Tropfen gehört. War es leiser? Ja, das ist ja leise. Wir müssen rausfinden, wo das herkam. Das war es eine Etage höher wahrscheinlich. Kann gut sein. Dann gehen wir einmal in die Tür. Wir müssen dann zumindest lokalisieren, wo es ungefähr herkommt. Ewe. Ich meine, das Gebäude ist sehr groß. Weißt du, die Schritte, die ich hatte, waren ja zwischen EG und ersten OG gewesen im Prinzip. War eigentlich bei euch oben. Vielleicht ist das da auch ungefähr. Ich frage mich noch, wie viel jetzt zu ist. Die war doch gestern noch richtig offen. Ja. Hätte irgendeiner zugemacht halt, ne? Okay, ja, da war nämlich wieder. Da war auch wieder Stein. Die ganzen Bumsräume sind auch zu. Wahrscheinlich sind die Leute da überall reingegangen. Da hat einer eine Flasche davor gestellt. Die stand doch bestimmt nicht davor, als wir da waren. Hier ist doch ein Weg gestanden, oder? Oder war das Erdgeschoss, die Bumsräume? Kann sein, aber trotz allem stand die Flasche da schon. Kann sein, dass die alle zu waren, die ist geworden. Ja, die sind doch nicht zu aus, oder? Das ist zu Hause tun sie. Ja, ja. Das ist Keller, also quasi mit EG. So, ich hatte gerade wieder leichtes Schleifen, aber nur ganz, ganz klein, ganz, ganz leicht. So irgendwie gefühlt auch aus der Richtung hier, so ganz leicht, ganz leise. Und ich glaube, das Paralyte ist gerade angegangen. Ich habe es wieder piepen hören.
Da vorne ist übrigens auch ein blauer Ausschlag gerade gewesen. Hab ich. Möchtest du mit uns kommunizieren? Wenn du mit uns kommunizieren möchtest, kannst du in den Bereich der kleinen Laternen gehen. Diese anfassen. Mein Name ist übrigens Jan und ich bin hier, um mit euch zu kommunizieren. Ihr dürft uns ruhig anfassen, mit uns reden oder sonstige Klopfzeichen oder etwas machen, um sich mit uns zu verständigen. Allerdings dürft ihr uns nicht angreifen, uns schädigen und vor allem uns nicht folgen. Na, wieder da. Na gut, erstmal ist nichts. So, damit sind wir auch am Ende der 5. Untersuchung angelangt. Ein paar Sachen haben wir gehört, die wir uns nicht erklären können. Schritte, die wahrscheinlich nicht daraus stammen, schlurfende Geräusche. Auch der Jan, ihr habt gesehen, dass Flugzeuge im Paradise ausgestanden sind. Ne? Ja, ein paar Mal, ja. Genau, und oben auf dem Dachboden, wo ich war, ich habe jetzt eigentlich nichts wirklich Spannendes gesehen. Also ich glaube, oben ist nichts. Und damit können wir eigentlich schon unseren Schwerpunkt festlegen. Der ist wohl bei dem Gebäude im EG. Wir besprechen das jetzt gleich nochmal. Aber wahrscheinlich werden wir den Fokus wirklich auf den Speisesaal legen. Und oder eventuell auch dort, wo das Pentagramm ist. Genau. Wirst du auch so sehen, Nick? Würde ich auch so sehen. Was halt auch komisch ist, dass hier die, auch die ganz großen Akkus mit den, sag ich mal, kleineren Akkus gleichzeitig leer gingen. Ja, mal gucken. Aber so viel. Also ich habe ja ein paar Mal daneben gestanden und 3-4 Ausschläge habe ich, glaube ich, feststellen können über die ganze Zeit. Wahrscheinlich waren es ein paar mehr. Nee. Was oben ist allerdings auch der Energieverlust gewesen, also die Laser, ab 16 Uhr sind die zwei, die noch übrig waren, innerhalb von weniger als einer halben Stunde runter, deswegen hören wir jetzt noch eine halbe Stunde eher auf, als eigentlich geplant. Die Akkus sind einfach zu leer, um weiterzumachen. Bringt nichts, wenn ihr das nicht filmen könnt, dann haben wir vielleicht was gesehen oder gehört, aber da habt ihr keinen Weg zu folgen, wir haben keinen Beweis, im Prinzip bringt das niemandem was. Genau. Okay, ich würde sagen, das war's dann und bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch bei der Schlussbesprechung dazu. Ne? Ja. Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einer eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert. Unter Verschluss und wir werden es auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton,
auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.